Hallo und herzlich willkommen auf Evo 2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der WWE 2K 19 Karriere. Ja, Leute, zuerst mal ein Hinweis in eigener Sache. Es wird wahrscheinlich so sein, dass der Karrieremodus bald eingestellt wird, weil es einfach, die Rückmeldungen sind mir tatsächlich, es ist einfach zu gering geworden. Also vergleich einfach wirklich mal die Rückmeldungen in der Karriere mittlerweile mit denen aus dem Evoverse. Natürlich, Road to Glory ist sogar, was das angeht, viele sagen mir, oh, die Aufrufe und so, die Aufrufe sind gar nicht das Entscheidende. Es kommt immer darauf an, wie lang wird denn ein Video geschaut. Und da ist tatsächlich sogar Road to Glory mittlerweile auf einem besseren Weg. Aber wundert mich gar nicht, mich hat das sowieso die ganze Zeit gewundert, weil im Epilog hier eigentlich gar nichts mehr passiert, warum die Leute überhaupt noch hier die Karriere sich anschauen. Auf jeden Fall bin ich am Überlegen, einen Nachfolger dafür zu bringen. Ich hab was so grundsätzlich im Kopf. Muss aber mal schauen, wann das der Fall wird. So lange wird es natürlich noch die Karriere geben. Das auf jeden Fall dazu. Jetzt werden wir erstmal mit Kurt Angle quatschen, gucken, was er heute für uns hat. Gegen Finn Balor in einem Iron Man Match um den Universal Championship. Erstmal Braun Strowman, was hat er für uns? Komm, Single Match gegen Braun Strowman, machen wir. So, Jojo im Ring. Jetzt darfst du reden. The following contest is scheduled for one fall. One fall. It is for the WWE Universal Championship. Normalerweise wäre natürlich das Iron Man Match cooler gewesen, weil wir einfach dann eine garantierte Zeit gehabt hätten, wie lange diese Folge geht. Aber ich finde, wir müssen mal langsam ein bisschen von diesem Stipulation-Ding wegkommen. Wir müssen versuchen, die Karriere so zu verändern, dass es realistisch ist. Und da passt einfach kein Iron Man Match zu Raw. Da passen keine Hell in a Cell Matches zu Raw. Da passen keine Steel Cage Matches zu Raw. Das sollten eigentlich schon wenn Singles Matches sein. Und dass diese Stipulation eben dann auch wirklich nur stattfinden, wenn wir einen Pay-Per-View haben. Weil das, was hier teilweise passiert, ist echt schon heftiger Tobak. Was hier allerdings wirklich mich, oder was mich wundert, dass wir schon lange kein Table Match mehr gehabt haben. Also zumindest nicht so in dieser Masse, wie das noch vor ein paar Wochen der Fall war. Hängt auf jeden Fall mal wieder mit dem Gürtel im Ring angekommen. Und wir haben natürlich wieder kein Feuerwerk, denn wir haben ja den Titel. Und da bedeutet das leider in WWE 2K19, sowie auch schon WWE 2K18, dass dann Feuerwerk ausfällt. Kostenersparnis nennen wir das einfach mal. So, dann warten wir mal auf Monster Among Men Braun Strowman. Wo sich tatsächlich die Leute, ich habe das Thema hier mal angesprochen, jetzt so der Push von Braun Strowman, dass das jetzt einfach wirklich zu spät kommen würde, ihn jetzt zum Champion zu machen, das haben viele von euch auch so gesehen. Und es ist einfach ja wirklich so der Fall, Strowman hat jetzt so oft gegen Brock Lesnar verloren, also warum steht ihm denn dann schon wieder ein Match um den Titel zu? Das ist einfach das, was ich nicht verstehe. Aber die WWE geht jetzt der ganzen Sache so ein bisschen mit dem Royal Rumble mit Finn Balor aus dem Weg. Dann, wird Braun Strowman quasi erstmal rausgeschmissen. Ich bin mal gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Eigentlich musst du Braun Strowman quasi, muss meiner Meinung nach so einen Reset-Knopf drücken bei Braun Strowman. Damit das Ganze einfach wieder, also dass der Aufbau gut ist und nicht so einfach, ach komm, Strowman hat verloren. Der ist so krass, wenn ihn einer besiegen kann oder wenn Lesnar einer besiegen kann, dann ist es Strowman. Deswegen ist das halt so eine Sache, weshalb die WWE für mich, damit das Ganze glaubhaft ist, endlich mal, Strowman erstmal so aus diesem Geschehen rausnehmen sollte. Endlich vielleicht auch mal, weil das ist ja auch sowas, die Fehde gegen Drew McIntyre, die könnte vielleicht mal fortgesetzt werden. Ich weiß, jetzt werden einige ja sagen, ey, aber Drew McIntyre, der ist doch ein potenzieller Main-Eventer für WrestleMania und alles, aber ja, ich meine, Braun Strowman hatte ja diese Fehde mit Drew McIntyre. Und er sollte sich in meinen Augen erstmal dafür rächen, was Lashley und McIntyre ihm angetan haben, wo es noch Constable Corbin gab. Weil ich meine, McIntyre und Lashley haben ja Braun Strowman attackiert, um Baron Corbin zu helfen. Und dass das erstmal abgeschlossen wird, weil ich kann mir das eigentlich mal nicht vorstellen, dass ein Braun Strowman das so scheißegal ist, was jetzt dann plötzlich mit Lashley ist oder mit Drew McIntyre. So, jetzt kommt der erste Reversal und der rennt mich einfach mal um.
So, wir rollen sogar raus. Na, wann hetzen die an Braun, ne? Oh, da kommt wieder der Reversal. Der Hell auf begeistert. STO. Und noch kontert er nicht. Ey, der hat einfach mal 22%. Warum hab ich keine 22%? Sharp one right to the cheekbone. Ooh, what impact. Das gut geht. Nee. Da ist die Gewichtserkennung da. Der Strowman hat jetzt zwei Konter, ich nicht. Nein! Oh, jetzt habe ich gleich den Salat. Er wird doch irgendwann mal umfallen. Nein, ich laufe genau in den rein. Er attackiert mich. Immer weiter. Aber er hat ja auch keinen Konter. Das heißt, also ich habe jetzt gleich beim Payback. Damit könnte ich eventuell was machen. Ah, ich habe wieder meinen Reversal. Oh, verdammt, was macht der? Griff-Reversal. Nein, es geht wieder nicht. Ich sollte vielleicht diese Moves unterlassen, weil das gefährdet eher meinen Sieg hier, wie man gerade sieht. Kann Braun Strowman nicht hochheben. Verdammt, ich habe wieder keinen Konter. Lass das. Ich habe einfach schon mal einen orangen Oberkörper. Was ist hier los in dem Match? Ach, verdammt, Mann. So. Ich will jetzt keinen Comeback, Mann. Oh, sehr gut. Das funktioniert tatsächlich. Wir haben jetzt ein Sterne-Match. Warum? Ich finde das voll cool. Disagree with your earlier comment. I'm with the masses on this one. I think tonight is the night we crown a new champion. Well, either way, guys, this is one heck of a match up to this point, and I think it's only going to get better. Jetzt kommt ihr der Konter. War klar. Oh, der sitzt sogar. Ich bin echt hellauf begeistert. Ja. Nein, er zockt mein Signature. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das war etwas zu blauäugig. Und sowas passiert einem von Valo. Willst du ihn hin, Braun Strowman, ja? Was macht er denn? Can't get over the physicality of this match. It has been absolutely brutal. So, sehr gut. Haben wir das hier wieder hinbekommen? Ich habe das zwar jetzt immer noch nicht so ganz verstanden, was er da draußen vorgehabt hat. Aber wir haben unseren Signature wieder. Der wahrscheinlich jetzt eh gleich weg ist, weil er das wieder kontern wird. Es war so klar, Mann. Aber ich habe wieder 93%, von daher. Jetzt habe ich den Signature wieder. Jetzt kann er auf jeden Fall nicht kontern. Das ist doch schon mal was. Ujaka! Nein! Oh, fuck! Okay, dann heben wir uns den lieber nochmal auf. Weil sonst wird der eh wieder gekontert und dann ist mein Finisher weg. Oh, Neckbreaker. Ja, so langsam, das Match nimmt immer einen Fahrt auf. Der ist echt besser als gedacht. Oh, da schlägt er. Nein! Oh mein Gott! Rope Break, Dankeschön. Signature zum Glück weg. Nein! Verdammt! Das sieht jeder, dass das Reversal war. Dass das Rope Break gewesen ist. Alle sehen das.
Nein, er will noch einen. Geh weg. Jawohl, Dankeschön, gekontert. Der war jetzt immer mal immens wichtig. Oh, jetzt hat er wirklich den gekontert. Nein, er hebt mich schon wieder hoch. Oh, verdammt, jetzt hat Strowman den Signature. Den Comeback. Nein, geh weg. Na gut, so kann man sein Comeback auch verbraten. Oh mein Gott, das war aber echt mal knapp. Puh, der SCO, der kommt jetzt rechtzeitig. Einer braucht hier irgendwie einen zweiten Signature, Mann. Einen haben wir schon gezeigt. Ach. Oh, F5! F5 gegen Braun Strowman! Komm, weil es so schön war, gibt's direkt nochmal hier die dunkle Mutti hinterher. Aber jetzt kommt eh der Kickout. Oh ja. Zehn Ringrichter. Eins. Zwei. Er kickt aus, das war so klar. Aber er hat halt den Widerstand. Platz, den ihr euch gar nicht mitbekommen bei ihm. Oh, und wieder Konter. Kann ich's machen. Ja, Reversal ist da. ...94%. Ladies and Gentlemen. Hä, wo hat denn der jetzt sein Signature verbraten? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. So, Schoolboy Superkick ist auf jeden Fall am Stissel. Und jetzt kommt sein Nemesis, der F5. Und wir scheitern ganz knapp an einem 5-Sterne-Match. Und das in der Karriere. Ich bin hellauf begeistert. Oh. Drei. Was? Oh mein Gott, Braun Strowman. Das ballert. Braun Strowman kommt tatsächlich nochmal da raus. Dann kriegen wir doch unser 5-Sterne-Match hier wahrscheinlich. Komm! Pinfall, eins. Zwei. Ach Gott. Nein! Oh Gott. Was hier hier? DDT. Oh, Hank ist aber auch so langsam echt hart am Ende. Komm, ich kann nichts machen, Mann. Es hängt! Es ist nicht Hank, es hängt! Hank hängt! Hallo! Ja, danke schön, Spiel. Du bist echt toll. Neueste Patch ist super. Konnte nichts machen. So, komm, jetzt haben wir den Neckbreaker. Spiel will nicht, dass ich gewinne. So, Signature wäre wieder da. Jetzt müssen wir mal einen kurzen Moment durchschnaufen. Jetzt mal fragen, ob noch alles in Ordnung ist. Weil der Kopf sieht ja schon ein bisschen angeschlagen aus. So, nochmal ein bisschen hier auf die Kauleiste drauf. Dass das gekontert wird. Es war so klar, Mann. Nein! Fuck, das ist nicht gut. Das ist nicht gut jetzt. Nein! Nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh verdammt! Ja, Mann! Ich komm raus! Ich komm raus! Ich komm raus! Alles easy! Easy peasy hier!
Du Schlawinermann. Hab ich. Oh, jetzt wieder. Ne, kommt er. So, Hank. Zeig dem Braun, was du kannst. He's in trouble. He's close to being done here. So, noch ein Schoolboy Superkick. Kopf ist noch dran von Braun. Pinfall. 1, 2. Was? Boah, ich kann es nicht glauben, Mann. Ich kann es nicht glauben. Was ist denn mit Braun Strowman los? Ich will mal voll eskalieren hier. So, mal aufs oberste Seil. DDT! Du gehst mir auf den Sack, Mann. Oh, genau deswegen. Oh nein, kein Signature. Nein! Ja, Reversal! Und Hank ist jetzt on fire! Hank ist on fire! So, jetzt aber! So, Braun Strowman. Der hat eh wieder Widerstand. Wollen wir wetten? Natürlich hat er Widerstand. 1, 2. Und er kickt wieder aus. Alter, was ein Match hier. Das ist Karriere, Mann. Wer hätte das für möglich gehalten, dass wir hier so ein Match nochmal auf die Kette bekommen? Das sag ich noch. Ich will mit der Karriere aufhören. Und dann kommt hier wieder so ein krasser Gegner. Jedoch nicht dauernd hoch, Mann. Kopf von dir ist lila. Denk dran, das ist nicht gesund. STO. So, und jetzt. Anaconda. So, und da gibt Braun Strowman auf. Die realistischste Sache, die Braun Strowman tun wird, er gibt auf. Und so endet dieses Match abrupt. Aber ich denke mal, das war mal sehenswert, Mann. So ein Karrierematch haben wir ewig schon mehr gehabt. Wer das nicht geguckt hat, hat meinen Kanal nie geliebt. Dann schreiben sie alle immer, oh, hier, Evo, ich feiere deine Videos total. Aber wenn ich dann was sage, ja, was haltet ihr davon? Da gehen die Leute nie drauf ein. Das ist YouTube. War das etwa ein Hate? Nein, oder? Naja gut, Hank weiterhin Champion. So lobe ich mir das. Dann gehen wir mal zurück ins Menü und gucken, was hier heute so passiert ist insgesamt. Ewig normal, auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Match. Gerne mehr davon. Ja, Leute, und dann sind wir Backstage mit Dash Wilder, Drew McIntyre, Curtis Axel und natürlich Kurt Angle. Aber wie es hier weitergeht, das werden wir dann morgen um 12 Uhr erfahren. Und ja, ich kann euch auf jeden Fall heute nur ans Herz legen, um 16 Uhr die 100. Folge vom Evoverse. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dort auch wieder vorbeischauen würdet und natürlich auch um 14 Uhr Road to Glory. Lasst gerne mal einen Kommentar wieder da, schreibt auch gerne mir auf Discord die Links dazu in der Videobeschreibung und natürlich auch eine positive Bewertung, wäre auch sehr, sehr cool. Die ganzen Social Media Accounts unten in der Videobeschreibung, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und der Link zu meinem Twitch-Kanal. Und ja, wie ich schon gesagt habe, täglich 12 Uhr eine neue Folge der WWE 2K19 Karriere, 14 Uhr Road to Glory, 16 Uhr das Community Universe, das Eververse. Ich würde mich also sehr, sehr freuen, wenn ihr WWE begeistert seid und meinem YouTube-Kanal ein Abo hinterlassen würdet. Ich bin dann jetzt raus, bedanke mich ganz herzlich wieder dafür, dass ihr reingeschaltet habt, wünsche euch noch einen schönen Tag, lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao.